Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Nicht nur Hamburg steht unter Schock. Amoklauf in der Hansestadt. Bei der Bluttat in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas sterben 8 Menschen. Der mutmaßliche Täter war Sportschütze. Die Not mit der Betreuung, wie der Personalmangel in den Kitas den Fachkräftemangel verschärft und der gesamten Wirtschaft schadet. Und Rekord geknackt, Skikönigin Michaela Schifrin gewinnt ihr 86. Weltcuprennen und zieht gleich mit Slalomlegende Ingmar Stenmark. Der Bundeskanzler ist fassungslos. Hamburgs Innensenator spricht vom schlimmsten Verbrechen in der jüngeren Geschichte der Stadt. Mit 7 Todesopfern, darunter ein ungeborenes Kind und 8 zum Teil schwer Verletzten. Gestern Abend schoss ein Amokläufer auf die Besucher einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas. Als die Polizei kam, tötete er sich selbst. Die Tat ereignete sich im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren in der Nähe und entsprechend schnell vor Ort. Die Opferzahlen hätten sonst noch höher sein können. Martin Niesen berichtet. Im Licht des Tages zeigt sich der ganze Horror der Nacht. Bestatter transportieren die Leichen der Getöteten aus dem Gebetshaus der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf ab. Am Abend zuvor hatte ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde zunächst mehrere Schüsse vor dem Gebäude abgefeuert. Danach hat der Täter mit der Schusswaffe durch die Scheibe auf die Veranstaltung eingewirkt, ist im weiteren Verlauf durch das Fenster in das Gebäude eingedrungen unter permanentem Schusswaffengebrauch. Durch Notrufe alarmiert und zufällig in der Nähe stürmten Spezialkräfte der Polizei nur wenige Minuten später das Gebäude. Für 7 Menschen kam dieser schnelle Zugriff zwar zu spät, 8 Verletzte und etwa 20 weitere Gottesdienstbesucher konnten aber in Sicherheit gebracht werden. Wirklich eine großartige Leistung der Hamburger Polizei, insbesondere auch der besonderen Einheit der BFE, die so schnell hier vor Ort waren und durch ihr umsichtiges Handeln und durch ihr schnelles Handeln vielen Menschen das Leben retten konnten. Im ersten Stock stießen die Einsatzkräfte dann auf die Leiche des mutmaßlichen Täters und die Tatwaffe. Für die besaß Philipp F. eine gültige Waffenbesitzkarte. Erst im Januar war der 35-Jährige von der Polizei nach einem anonymen Hinweis überprüft worden. Ein Hinweisschreiben von einer bis heute unbekannten Person mit dem Ziel, dieses Ziel ist in dem Schreiben zum Ausdruck gebracht, das Verhalten und die waffenrechtlichen Vorschriften in Bezug auf den Philipp F. zu überprüfen. Eine Überprüfung ohne größere Beanstandungen. Nach der Tat stellte die Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung dann mehrere 100 Schuss Munition sicher. Als Motiv vermuten die Ermittler private Gründe. Bei Philipp F. handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied dieser Gemeinde der Zeugen Jehovas, welches die Gemeinde vor etwa 1,5 Jahren freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen hat. Viele Menschen zünden heute Kerzen an, legen Blumen ab am Ort der Bluttat. Das Entsetzen darüber aber geht weit über Hamburg hinaus. Vor Ort in Hamburg ist Ralf Zimmermann von Siefert. Ralf, wir haben das eben gehört. Es gab im Januar einen anonymen Hinweis auf den Täter. Warum blieb der ohne Folgen? Ja, das Fatale an der ganzen Sache ist ja, dass dieser Täter erst 3 Monate eine Waffe und auch einen Waffenschein hatte und trotzdem die Polizei dann keine rechtliche oder die Aufsichtsbehörde nur die waffenrechtliche Seite prüfen konnte, aber eben nicht die Anschuldigung, dass es hier auch um psychische Labilität womöglich ging. Das hat heute der Hamburger Polizeipräsident nochmal betont, dass das eben gar nicht möglich ist, das zu prüfen. Natürlich schon gar nicht aufgrund eines anonymen Hinweises. Hamburgs Innensenator hat jetzt gefordert, Andi Grote hat heute gefordert, man müsse doch oder solle mal dringend darüber nachdenken, ob Leute, die einen Waffenschein beantragen, schon bei der Beantragung ihre psychische Stabilität nachweisen müssen. Das ist eine Sache, die jetzt eventuell dann Eingang findet in eine neue Bundesgesetzgebung, die sowieso im Moment in Berlin zusammengezimmert wird. Der Mann hat auch 8 Menschen zum Teil schwer verletzt. Wie geht es denen? Zum Teil sehr, sehr schlecht.
Der Täter ist ja mit einer automatischen Waffe in das Gebäude eingedrungen und hat wirklich wild um sich geschossen. Die Verletzten, auch die Toten natürlich, haben ganz schlimme Schussverletzungen, die jetzt in Hamburger Kliniken versorgt werden. Und der Senat, der erste Bürgermeister Hamburgs, hat jetzt den Opferschutzbeauftragten der Stadt vor allem gebeten, sich um diese Opfer zu kümmern. Da wird es sicher ganz großes Leiden geben. Und man muss sehen, wie die Familien, wie die Angehörigen mit diesem Leid fertig werden. Aber es wird wahrscheinlich genauso schlimm sein wie für die ganze Stadt heute, die diesen Schock erstmal verkraften muss. Vielen Dank nach Hamburg. Ralf Zimmermann von Siefrath war das. Wer sind die Zeugen Jehovas? Was unterscheidet sie von anderen Religionsgemeinschaften? Antworten auf diese und andere Fragen können Sie jederzeit bei uns nachlesen in der ZDF Heute App. Jetzt zur Politik. Am Kabinettstisch in Berlin sollten eigentlich nächsten Mittwoch die Eckwerte des Bundeshaushalts 2024 beschlossen werden. Finanzminister Lindner hat den Termin aber verschoben und auch noch keinen neuen genannt. Man werde weiter über finanzielle Realitäten sprechen müssen, sagte er. Gestritten wird in der Ampel unter anderem über die Kindergrundsicherung und mehr Geld für die Bundeswehr. Auch Industrie, Handwerk und Unternehmen setzen die Regierung unter Druck. Die Bürokratie würge uns ab. Dazu kämen die weltweit höchsten Steuern und teure Energie. All das warfen die großen Wirtschaftsverbände dem Bundeskanzler vor die Füße bei einem Spitzentreffen auf der Handwerksmesse in München. Sie lobten zwar die Krisenpolitik der Bundesregierung, es bestehe aber erheblicher Nachholbedarf. Peter Aumeier und Alexander Pohl berichten. Ja, wichtig ist, dass hier drin ist, ja, sammelt sich Feuchtigkeit. Heizungsbauer Cihan San nimmt es genau. Gerne würde er mit seiner Firma für Haustechnik in Rastede mehr Wärmepumpen einbauen. Doch diese sind jetzt schon knapp. Es wird beschlossen, dass regenerative Anlagen zum Tragen kommen sollen und auch hauptsächlich zum Heizen des Gebäudes eben errichtet werden sollen. Aber wenn keine da sind, können wir keine einbauen. Trotz Lieferproblemen. Handwerkmeister San ist stolz auf seine Arbeit. Sein Betrieb läuft und gut fürs Klima ist es auch noch. Ein Grund, warum Kanzler Scholz beim Besuch der Handwerksmesse in München dessen Stand als ersten ansteuerte. Beim Spitzengespräch des Kanzlers mit den deutschen Wirtschaftsverbänden zuvor ging es allerdings darum, was nicht so gut läuft. Deutschland muss wieder schneller werden. Wir müssen einfacher werden. Wir müssen wieder besser werden. Wir hatten ein bisschen Glück mit einem warmen Winter, sodass das mit der Energieversorgungssicherheit geklappt hat. Aber trotzdem, wir müssen auch längs der langen Linien, also mittelfristig Dinge jetzt in Ordnung bringen. Krisenhandling alleine genügt nicht. Viele Sorgen plagen Deutschlands Wirtschaft. Hohe Energiekosten, Fachkräftemangel und zu viel Bürokratie. Der Kanzler sieht Deutschland dennoch auf einem guten Weg. Ich möchte sehr, dass wir diesen Schwung mitnehmen, dass wir die Dynamik des Aufbruchs, der jetzt möglich ist, auch tatsächlich sich entfalten lassen, dass wir die Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum, die vor uns liegen, nicht ungenutzt lassen. Die Spitzenverbände und der Kanzler waren sich einig. Vom sogenannten Deutschlandtempo der Ampelkoalition spüren die Unternehmen bislang zu wenig. Der Fachkräftemangel ist ja nicht nur für Betriebe und die Wirtschaft ein Problem. Viele bekommen ihn längst knallhart im Alltag zu spüren. So müssen Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren, weil sie keine ausreichende Betreuung für ihre Kinder haben. Und damit verschärft sich dann wieder der Mangel. Petra Otto. Noch ein Baby, so wie ihre Patientin, kann sie sich nicht erlauben. Schon mit einem Kind hängt ihr Beruf am seidenen Faden. Denn die Kita hat die Öffnungszeiten verkürzt von einem Tag auf den anderen, schließt um 2 statt um 5. Und wie Ulrike Daferner geht es ganz vielen. Allein in unserem Praxisteam arbeiten 5 Mütter, die Kinder noch in der Kindergartenbetreuung haben, die gern mehr arbeiten würden und könnten, tatsächlich aber nicht die Möglichkeit haben, weil die Kinder nicht betreut sind. Und so dreht sich die Spirale von einer Branche zur nächsten. Weil es an Erzieherinnen fehlt und sie alle hier nur Teilzeit arbeiten, braucht die Praxis dringend neues Personal. Das finden sie aber nicht, wegen der schlechten Kinderbetreuung. Eine zunehmend bedrohliche Situation für die ganze Volkswirtschaft. Experten warnen vor dieser Fachkräftemangellage in den Kitas auch schon seit vielen Jahren.
denn er wirkt unmittelbar verstärkend in den anderen Bereichen, wenn Betriebe dort ihre Beschäftigten nicht mehr so einsetzen können, weil die einfach nach Hause müssen, um ihre Kinder zu betreuen. Dann bedeutet das unmittelbar auch dort einen wachsenden Fachkräftemangel. Da Mütter eher die Arbeit reduzieren als Väter, verschlechtert sich die Lage besonders in frauendominierten Berufen, in der Pflege zum Beispiel. Ulrike Daferner würde jetzt eigentlich gerne noch behandeln, muss aber ihre Tochter abholen, 14 Uhr. Die Arbeit im Kindergarten scheint nicht mehr attraktiv. 100.000 Stellen bundesweit offen, eine Misere schon jetzt. Das ist nicht die Schuld der Erzieher, da prallt ganz einfach Personalmangel auf Personalmangel. Und die Leidtragenden sind irgendwann alle. Die Wirtschaft ankurbeln und die Energiewende vorantreiben, das wollen die EU und die USA. Die US-Regierung hat aber einen milliardenschweren Plan. Und der heißt Inflationsreduzierungsgesetz. Danach sollen Subventionen in Höhe von 370 Milliarden Dollar in Klimaschutz und Energiesicherheit gepumpt werden. Allerdings unter strikten Made-in-America-Auflagen. Zu aggressiv findet die EU und fürchtet Wettbewerbsnachteile. Gunnar Krüger. Alte Batterien bergen Rohstoffe für neue. Das Know-how haben sie in Hoboken bei Antwerpen. Sie produzieren in Europa, investieren in Nordamerika und spüren hier wie dort die Wirkung von Subventionspaketen. Die EU hatte bis Mitte letzten Jahres eine ganz klare Vorreiterposition im Bereich Elektrifizierung. Der Green Deal war in vollem Schwung. Und was wir alle erlebt haben, wir auch als aktiver Teilnehmer in diesem Markt, Mitte letzten Jahres, als die USA ihre Inflation Reduction Act veröffentlicht hat, hat sich sehr viel in Richtung USA orientiert. Mit seiner Unterschrift wollte US-Präsident Joe Biden die US-Wirtschaft entrosten, etwa E-Autofabriken anziehen. Made in America ist Förderbedingung. Die EU-Handelsminister sehen darin einen Wettbewerbsnachteil für Europa. Diese massiven Subventionen für Unternehmen in den Vereinigten Staaten benachteiligen unsere Unternehmen. In einer Stunde ist die EU-Kommissionspräsidentin im Weißen Haus mit Hoffnung auf einen Subventionsdeckel und weitere Schlupflöcher wie dieses. E-Autos aus Europa, die ins Leasing gehen, erhalten bereits doch eine US-Kaufprämie. Jetzt sind die Rohstoffe das nächste Thema. Dort haben wir auch als Europäer ein eigenes Interesse daran, uns hier widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen. Das ist unabhängig von den USA, aber trifft natürlich auch das Interesse der Amerikaner. Denn die wollen Lieferketten ohne China. Know-how wie in Antwerpen könnte also Türöffner sein zu einem Rohstoffclub der Demokraten. Im Streit um die israelische Justizreform hat Präsident Herzog die rechtsreligiöse Regierung um Ministerpräsident Netanyahu aufgefordert, das Projekt zu stoppen. Der Gesetzentwurf untergrabe demokratische Grundlagen, sagte Herzog. Seit Monaten protestieren Zehntausende gegen die Pläne, dass das Parlament Entscheidungen des höchsten Gerichts aufheben kann und das mit einfacher Mehrheit. Seit langem sind Saudi-Arabien und Iran Erzrivalen, aber das ändert sich jetzt möglicherweise. Zumindest wollen beide Länder wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Entzweit hatten sie sich nicht nur in Glaubensfragen, sondern auch im Kampf um geopolitischen Einfluss im Nahen Osten. 2016 eskalierte der Konflikt. Saudi-Arabien hatte einen schiitischen Geistlichen hingerichtet. Iranische Demonstranten griffen daraufhin die saudische Botschaft in Teheran an. Ab da lagen die Beziehungen auf Eis. Der Konflikt wird auch in Stellvertreterkriegen in Syrien und im Jemen ausgetragen. Fragen wir unseren Experten in der Region, Jörg Brase, wie ist diese Annäherung einzuschätzen? Nun, zunächst mal denke ich, ist das natürlich ein großer diplomatischer Erfolg und auch ein Beispiel für die wachsende Bedeutung und die Rolle Chinas in der Region. Beide Länder, Saudi-Arabien und Iran, hatten ja in letzter Zeit versucht, ihre Beziehungen zu Peking zu stärken. Nun also wollen sie einen Gesprächskanal wieder öffnen, den es ja früher bereits schon mal gegeben hat. Aber an der grundsätzlichen Rivalität dieser beiden Regionalmächte hat sich erstmal nichts geändert. Die Rivalität zwischen dem schiitischen Iran
Iran auf der einen Seite und dem sunnitischen Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Saudi-Arabien wird sicher weiter versuchen, auch eine Allianz gegen Iran zu schmieden mit den USA, mit Israel, um eben eine atomare Bewaffnung Irans zu verhindern und auch um den wachsenden Einfluss Teherans in der Region zurückzudrängen. Ob nun die Wiedereröffnung der Botschaften dazu führen könnte, dass es zum Beispiel eine Entspannung gibt, auch in dem regionalen Stellvertreterkrieg im Jemen. Das muss man sehen. Das ist noch zu früh, das zu beurteilen. Aber es bleibt natürlich zu hoffen. Und dafür ist es immer besser, wenn man miteinander redet, als wenn man das nicht tut. Absolut. Dankeschön für diese Einschätzung. Jörg Brase war das. In China hat der Nationale Volkskongress das getan, was zu erwarten war. Er hat Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine dritte Amtszeit als Staatspräsident bestätigt. Dass eine dritte Amtszeit überhaupt möglich ist, dafür hatte Xi selbst die Weichen gestellt. Ein Mann mit enormer Machtfülle, aber vor schwierigen Aufgaben. Elisabeth Schmidt und Miriam Steimer berichten. Er ist und bleibt Chinas unangefochtener Alleinherrscher. Xi Jinping. Keiner außer Staatsgründer Mao Zedong war bislang so lange an der Macht wie er. Ich schwöre, der Verfassung der Volksrepublik China treu zu sein, ihre Autorität aufrechtzuerhalten und die gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Minutenlanger Applaus. Die handverlesenen knapp 3000 Delegierten zementieren Xis Macht einstimmig für weitere 5 Jahre. Ein rein formeller Akt. Auf den Wahlzetteln steht ein einziger Name, Xi Jinping. Unter Xi Jinping hat die Regierung, hat der Staatsapparat ganz klar an Bedeutung verloren, beziehungsweise ist eigentlich zunehmend von den Parteiinstitutionen eingehegt worden. Der Ton in Peking wird rauer. Immer häufiger wettert Xi gegen die USA. Innenpolitisch steht er unter Druck. Unsere Wirtschaft ist schwach nach 3 Jahren Pandemie. Ich hoffe, dass es jetzt bergauf geht, nachdem die Null-Covid-Politik aufgehoben wurde. Ich hoffe, dass unser Land immer mächtiger wird. Macht bedeutet für Xi Kontrolle. Ämter werden weiter zentralisiert. Ein nationales Datenbüro überwacht künftig alle Internetaktivitäten. Die Meinung geben in China die Partei und Xi Jinping vor. Die extreme Null-Covid-Politik, die unvorbereitete Öffnung, die gerade viele Ältere mit ihrem Leben bezahlt haben. Nichts deutet darauf hin, dass davon etwas Xis Position schwächt. Doch jetzt muss er Vertrauen zurückgewinnen. Von Unternehmen, Investoren und vom eigenen Volk. Nach Frankreich, dort ist heute der britische Premier Sunak zu Gast. Auch um über Geflüchtete zu reden, ein Dauerstreit zwischen Frankreich und Großbritannien. Denn die Zahl der unerwünschten Flüchtlinge am Ärmelkanal nimmt stark zu. Im vergangenen Jahr brachen dort fast 45.000 Menschen nach England auf. Im Jahr zuvor waren es rund 30.000. Mit drastischen Maßnahmen will London jetzt die Bootsflüchtlinge abschrecken. Hilke Petersen. Ein Flüchtlingscamp bei Calais an der französischen Küste des Ärmelkanals. Schon seit dem Sommer versucht Salah, in einem Boot nach England zu kommen. Ich gehe ins Vereinigte Königreich, das ist mein Ziel. Kein Problem, selbst wenn ich dort ins Gefängnis muss, wenn ich nur in England sein kann. Inhaftierung gut möglich nach dem neuen britischen Asylgesetz. 28 Tage für die, die mit dem Boot ankommen. Asyl bleibt ihnen verwehrt. Stattdessen sind Abschiebungen nach Ruanda geplant, die bisher aber an juristischen Hürden scheiterten. Dieses Gesetz, sagt Sunak, unterstütze, was der französische und der britische Regierungschef beschlossen haben. Großbritannien wird eine 500 Millionen Euro in den kommenden 3 Jahren an Frankreich zahlen. Es wird ein neues Internierungslager in Nordfrankreich geben und eine Kommandozentrale, von der Einsatzkräfte zum ersten Mal gemeinsam gesteuert werden, und weitere 500 Polizisten an den französischen Küsten. Über den Kanal kamen im vergangenen Jahr 45.000, die meisten aus Albanien. Ob das harte Asylgesetz der Briten mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist, das ist umstritten. Und Flüchtlinge einfach nach Frankreich zurückzuschicken? Nein, sagt Macron, das könne Großbritannien nur mit der EU besprechen. Westbalkan und die EU und nicht nur Frankreich und Großbritannien müssen zusammenarbeiten, um die Schlepper effektiver zu stoppen. Ein Tag voll mit freundschaftlichen Gesten. Seit dem Brexit waren die ganz selten geworden.
Es ist eine Entscheidung gegen den Willen des Vatikan. Künftig darf es in Deutschland in der katholischen Kirche offiziell Segensfeiern für homosexuelle Paare geben. Das hat heute das Reformprojekt Synodaler Weg mit einer Mehrheit von knapp 93% beschlossen. Der Umgang mit Homosexuellen ist ein großes Streitthema in der katholischen Kirche. Der Vatikan hatte 2021 klargestellt, dass es nicht erlaubt sei, homosexuelle Partnerschaften zu segnen. In Deutschland war es bislang ein Graubereich. Und jetzt Ski Alpin, großer Tag für US-Superstar Michaela Schifrin. Sie hat wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Ja, die erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte ist sie ja schon durch den 83. Weltcupsieg Ende Januar. Heute im schwäbischen Ore ihr 86. Erfolg. Ja, und damit hat sie den Rekord des legendären Ingemar Stenmark von 1989 eingestellt. Für Michaela Schifrin schließt sich der Kreis. Im schwedischen Åre feierte sie 2012 ihren ersten Weltcupsieg. Nun steht sie an gleicher Stelle zum 86. Mal ganz oben auf dem Podium. Die 34 Jahre alte Bestmarke des Schweden Stenmark eingestellt. Ich werde jetzt in einem Atemzug mit ihm genannt, was die Anzahl der Siege angeht. Aber sein Leistungsniveau, das werde ich, glaube ich, nie erreichen. Sehr bescheiden die US-Amerikanerin, die beim Riesenslalom nach zwei Läufen mit 0,64 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Italienerin Federica Brignone ins Ziel kommt. Gleichbedeutend mit dem Gewinn des Riesenslalom-Weltcups. Am Montag wird die zweifache Olympiasiegerin 28 Jahre alt. Noch genug Zeit, um weitere Rekorde zu brechen. Zur Fußball-Europa League. Ein 2:0-Sieg für Leverkusen gestern Abend gegen Ferencváros Budapest. Top-Ausgangsposition fürs Achtelfinal-Rückspiel. Und auch Union Berlin nach dem 3:3 gegen Saint-Gilloise mit ganz guten Karten. Freiburg dagegen kassierte eine knappe 0:1-Niederlage bei Juventus Turin. Durch den Treffer von Di Maria in der 53. Minute. Der anschließende vermeintliche Ausgleichstreffer durch Lukas Höhler wurde wegen eines Handspiels von Matthias Ginter zurückgenommen. Nächsten Donnerstag die Rückspiele. Ja, eine deutlich deftigere Niederlage dagegen für die deutschen Handballer im ersten Länderspiel nach der WM. Da bekam das Team von Alfred Gislason ganz in Schwarz gestern Abend in Aalborg im Testspiel gegen Dänemark. Ja, eine wahre Lehrstunde vom Weltmeister. 30:23 hieß es am Ende für die souveränen Gastgeber. Und da musste auch noch Deutschlands bester Werfer Juri Knorr verletzt das Feld verlassen. Aber offenbar nichts Schlimmes. Am Sonntag ist er wohl dabei. 14.15 Uhr das Spiel, das Rückspiel in Hamburg live bei uns im ZDF. Ich habe fertig. Ja, genau. Wunderbares Stichwort für ein Jubiläum der ganz besonderen Art. Sind Sie bereit? Vor genau 25 Jahren bereicherte Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni die deutsche Sprache um einige neue Kostbarkeiten. Eine Trainerin ist ein Idiot. Diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Was erlaube Strunz? 3 Minuten dauerte Trapattonis Abrechnung mit den damaligen Bayern-Stars und sie endete mit einem heute schon geflügelten Wort. Ich habe fertig. Immer wieder großartig. Das Wetter weniger. Heute Nacht wird es stürmisch mit kräftigem Schneefall. Die Details hat gleich Christa Orben. Um 22 Uhr begrüßt sie Christian Sievers im Heute-Journal. Wir danken für Ihr Interesse und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss. Guten Abend. Heute Nacht zieht Sturmtief Diethelm über uns hinweg. Nach Osten verlagert es sich mit Sturmböen im Süden und in der Mitte im Bergland Orkanböen. Bis morgen früh lässt der Wind von Westen her dann langsam nach, dreht aber auf nördliche Richtungen. Das bedeutet, es wird kühler. Es geht also jetzt der Regen von Norden und von Westen her immer mehr in Schnee über. Das Ganze verlagert sich ostwärts nachts und in einem Streifen von Nordrhein-Westfalen bis nach Brandenburg. Da schneit es kräftig, teils 10 cm bis ins Flachland, in den Mittelgebirgen bis 15 cm und Schneeverwehungen. Dazu wird es auch richtig glatt heute Nacht, vor allem im Nordwesten. Da sinken die Temperaturen auf minus 4 Grad. Frostfrei bleibt es nur am Oberrhein. Morgen gibt es dann den letzten Rest Schnee im Osten. Das ist aber nicht mehr viel. Nur am Alpenrand bleibt es etwas mehr. Nachmittags ist es dann abgezogen. In den Norden zieht eine Schauerlinie mit etwas Regen, Schnee und Graupel. Sonst ist das morgen ein Tag zum Durchatmen, meist trocken. Und es gibt auch größere Sonnenanteile.
Die Temperaturen gleichen sich jetzt an. Die Luftmassengrenze baut sich ab. Es gibt 1 Grad im östlichen Bergland und 7 Grad am Rhein. Ja, und am Sonntag zieht von West nach Ost neuer Schnee und neuer Regen. Am Montag erreicht uns ein Sturmtief mit viel Regen und einem kurzen Frühlingstag bis 20 Grad im Südwesten. Am Dienstag schon wieder kühler. Regen und Wind ist mit dabei. Also es bleibt dabei. Viel los beim Wetter. Tschüss.